Servus und herzlich willkommen zu 60 Tagen ohne YouTube-Video von uns. Oder wenn es so gar nicht schon mehr sind, 65 oder so. Wenn ihr jetzt eingeschalten habt, weil ihr wissen möchtet, wer der zweite Mann an meiner Seite ist, dann gebt ihr jetzt einen Daumen hoch und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert. In dem Sinne, herzlich willkommen zurück. Es wird ein spannendes Video. Wir gehen heute durch, warum aber 65 Tage offline, was sind aktuell für Themen, die wir in der Werkstatt haben. Wie geht's hier weiter? Also es wird eine richtig spannende Episode. Deswegen schon mal jetzt viel Spaß beim Einschalten und beim Zuschauen. Starten wir erstmal mit einem Recap. Wir sind ja auf der Espresso Rallye demnächst und dann sind wir auf dem Berg Revival in Wesselbrunn. Aber wir waren auch in Nördlingen auf dem History Revival, weil wir natürlich einer der Hauptsponsoren von den Veranstaltungen sind. Dazu blenden wir euch gleich ein paar Clips ein. Es war utopisch nass, super verregnet. Wir wollten eigentlich erstmal eine Episode darüber drehen, da haben wir ein paar Sachen angefangen, aber es war apokalyptischer Regen an dem Tag. Insofern kein Drohnenflug möglich, auch so, also es war wirklich nass, keine Episode möglich. Nichtsdestotrotz war es ein cooler Tag, wir waren vor Ort, haben viele gute Gespräche geführt, war eine tolle Zeit, super Autos vor Ort, Fahrer toll. Super, das schaut euch jetzt mal kurz an. Wir blenden mal zwei, drei Clips ein von dem Nördlingen History Revival Rennen am Flugplatz. Und jetzt. Servus und herzlich willkommen. Heute nicht aus der Werkstatt, sondern hier vom History Revival am Flugplatz in Nördlingen. Wir sind heute da mit einem Stand. Momentan ist es ja bei uns eher so, dass wir sehr, sehr viel zu tun haben. Deswegen gibt es bei uns auch keine 4-Tage-Woche, sondern jetzt eine 6-Tage-Woche. Nichtsdestotrotz haben wir sie nehmen lassen, als einer der Hauptsponsoren heute hier persönlich auch da zu sein auf dem History Revival. Die fahren jetzt gerade schon fleißig. Wir wollen euch einfach jetzt ein bisschen was mitgeben für was hier so zu sehen ist und so. Und ich hoffe, euch gefällt's und viel Spaß dabei. Genau, so sieht es aus. War also eine tolle Zeit. Jetzt geht es aber weiter. Als nächstes steht die 18 Espresso an. Die geht am Ammersee los. Start und Ende am Ammersee. Und da sind wir mit einem Stand vor Ort. Wir zeigen ein bisschen was zum Zündverteiler, zu unserem Öl. Wir können auch gerne Autogramme unterschreiben, wenn jemand möchte. Und einfach nur mal quatschen. Eine gute Zeit. Wir fahren natürlich selber auch mit. Das ist eigentlich total unspektakulär. Ja, wir dürfen nur nicht Platz 1, 2 und 3 sein, weil sonst können wir uns selber präsent geben. Nein, ich glaube, es wird eine gute Zeit. Also es wird eine tolle, tolle Veranstaltung. Wenn jemand vorbeischauen möchte, irgendwie am Nachmittag oder am Abend bei unserem Stand oder so und ist jetzt nicht zwingend Teilnehmer und möchte einfach nur mal kurz Hallo sagen, ich glaube, da besteht kein Problem. Deswegen ist hier stets 15.07.2023. Wenn ihr das genauer wissen wollt, ein bisschen schwierig mit der Spiegelung, schaut einfach bei uns auf die Webseite. Da steht es ganz unten in der Mitte schon mal drin. So, das zu dem, was war. Dann war natürlich viel Arbeit. Jetzt gehen wir mal rein. War natürlich viel Arbeit. Das ist mitunter der Grund, viele Boxen hier, mitunter der Grund, warum wir 65 Tage oder was es war, offline war, weil... Man muss dazu sagen, Geschäft geht natürlich immer vor. Also die Sachen müssen abgearbeitet werden. Das YouTube machen wir immer nur nebenbei. Solange der Kanal nicht wirklich kritische Reichweite erhält. Ja, das muss man einfach so sagen. Da ist natürlich Geschäft vor Ort immer die Prio 1. Und einige hatten sich auch gefragt das letzte Mal, ob das Spaß war mit dem, dass unsere Friedberger Crew aufgehört hat. Das war ein bisschen schlecht getimt zum 1. April, da war das letzte Video, stimmt nicht ganz, 10 Jahre haben wir danach noch gefeiert, das war das letzte Video, das war schlecht getimt, das war also kein April-Scherz, sondern dem ist schon so gewesen oder ist natürlich auch immer noch so, also das war, an dieses Kapitel war an der Stelle zu Ende. So, jetzt stehen wir hier mit tollen neuen Aufgaben, tollen neuen Leuten, ich glaube für uns war es der Kick
von einem kleinen Werkstattunternehmen, ein kleiner Werkstatt mit, also so klein waren wir jetzt ja auch nicht, mit guter Struktur, aber halt in einem, ich würde mal sagen, Kleinstunternehmen hin jetzt zu einem einfachen Schritt höher, zu einem richtig gesetzten Unternehmen. Also wir haben uns durch das jetzt einen Schritt höher gestiegen und einfach breiter und sicherer aufgestellt. Das ist nämlich auch das erste Mal, dass wir neben mir jetzt noch einen dedizierten, speziellen Werkstattmeister eingestellt haben, der sich mit Oldtimer-Affinität direkt auch mit mehr Kompetenz noch um die Werkstatt kümmert. Dann haben wir noch einen Zerspannungsmechaniker, momentan ist gerade Urlaubszeit, ist aktuell nicht da, mit dabei und das sind so die Ansprechpartner für euch, ja, auch also für alle unsere Kunden und alle draußen. So, und deswegen, und wir werden YouTube auch ein bisschen entkoppeln, das heißt, die Personen, die wir zeigen, das werden wir ein bisschen trennen, es ist nicht mehr so wie früher, dass wir da jeden Mitarbeiter mit reinbringen werden. Das werden wir ein bisschen entkoppeln. Also ihr werdet hauptsächlich wahrscheinlich mich sehen bei YouTube, vielleicht nochmal unseren neuen Werkstattmeister nebenbei mal. Aber ich glaube vermutlich, das war's. Ja? Einfach um uns auch ein bisschen anders aufzustellen. Gut, so. Deswegen jetzt so viel dazu, warum wir so lange offline waren und was in der Zeit passiert ist. Und jetzt schauen wir doch mal, was in der Zeit passiert ist und was Aktuelles so gemacht werden muss. Okay, so, als Nummer eins für den YouTube-Kanal wollen wir das auch ein bisschen neu gestalten. Deswegen, welche Themen interessieren euch? Das bitte ich euch unten in die Kommentare zu schreiben, damit wir in den YouTube-Videos ein bisschen besser darauf eingehen können. Jetzt, wo wir YouTube, nachdem wir uns selber neu aufgestellt haben, auch YouTube noch neu ein bisschen aufstellen. Jetzt gehen wir die Projekte ein bisschen durch. Also nicht vergessen, bitte schreibt es unten rein und schaut, dass ihr den Kanal abonniert. Und wir schauen, dass wir die Formate in Zukunft oder die einzelnen Episoden darauf auslegen, nachdem wir ja jetzt das alles ein bisschen neu organisiert haben. Was, ich kann es nur noch mal sagen, wir hatten auch mit Ferdinand, vielleicht ihr seht ihn nachher bestimmt, natürlich super Glück, dass es nicht so einfach, Ultima-affine Leute zu finden, die noch zusätzlich Meister sind, gerade hier in der Gegend. So, und ausbilden, das habe ich ja schon mal gesagt, ist auch ein bisschen tricky, weil wir können jetzt nicht direkt jemanden ausbilden, weil halt in der Ausbildung alles, was wir machen, lernst du nicht und brauchst du nicht für die Ausbildung und auch nicht für die Schule und für deine Prüfung. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Wir können also mit Gesellen anfangen, wie bei einem Daniel zum Beispiel anfangen, dann drauf aufzubauen, jemanden, der das Grundhandwerk hat und dem das Oldtimer beizubringen, jetzt jemanden zu finden, der selber schon Oldtimer geschraubt hat und zusätzlich noch Meister ist, natürlich super. Okay, so, Zündverteiler, Manufaktur läuft weiter. Genau, wir sind momentan Motorenbau, Nummer 1 Motorenbau. Fertig ist ein Mopar-Block, den baut der Kunde aber selber, der nur bei uns bearbeiten lassen. Der ist jetzt demnächst abholbereit, warten wir noch auf die Kurbelwelle zurück, alles andere ist schon da. Die ist noch beim Nitrieren, wenn wir die schleifen, wenn wir die nachher nitrieren, das ist ein Härtungsprozess, dass die einfach, wenn die geschliffen worden ist, einfach hart ist und halt fester ist, laienhaft gesprochen. Ja? Also da geht es darum, die zu härten. So, dann werden die mal so grau, ich habe jetzt nur gerade keine da, sonst hätte ich es mal schon gezeigt. Okay, der Buick-Motor, auch endlich fertig. Schon seit Ewigkeiten warten wir da. Teile haben wir alle schon, liegen schon alle hier. Der wird in den nächsten Wochen dann fertig gebaut werden. Auch den kriege ich jetzt dann hoffentlich da die letzten Teile zurück. Dann kannst du da auch weitergehen. Vielleicht wäre das zum Beispiel was, wo man mal mit der Kamera auch begleiten könnte. So ein bisschen Thema Motorenbau, wäre eigentlich ganz cool. Ford-Block haben wir noch anstehen. Ein anderer Ford-Block kommt auch noch rein. Das sind so Projekte, genau, die dauern, den einen nimmt er eben der Kunde wieder mit. So, okay. Das war zu den Motorenprojekten. Jetzt gehen wir mal zu den Fahrzeugen raus. Da haben wir verschiedene Sachen. Also zum einen, der Buick steht draußen, sieht man schon schön neben unserer aktuellen Papiertonne. Und umpacken und alles andere ist leer. Was gut ist, ja. Leer heißt, wir haben ganz viel abgearbeitet, mit der Grund auch, warum wir so lange offline waren. Wir haben wirklich Gas gegeben und abgearbeitet. Eine kleine bittere Pille ist unser roter Mustang, der eigentlich schon fertig gewesen wäre. Ja, das war wirklich bitter. Da gab es irgendwie Probleme beim Melling. Das heißt, wir mussten jetzt, wir haben keinen Schaden, Gott sei Dank, wir mussten die Nockenwelle aber tauschen, da die Autos ein bisschen weiter weg herkommen als hier ums Eck. Wir haben ja Kundschaft aus aller Welt.
ist es so, dass wir uns dafür nach langem Hin und Her entschieden haben, okay, wir tun diese Welle, die eigentlich in Ordnung ist, aber wir wissen, dass sie Probleme machen könnte, tun wir jetzt raus und wir bauen die Nachfolger-Nockenwelle von Melling ein. Sehr, sehr bitter, weil eigentlich alles fertig war, aber es hilft halt nichts, wenn unserem Kunden das dann 800.000 Kilometer von uns weg kaputt geht, sind wir halt nicht da. Also haben wir die bittere Pille geschluckt in Absprache mit dem Kunden und gesagt, okay, wir nehmen es nochmal auseinander, bauen die Nockenwelle um und machen dann fertig. Ist aber nicht so schlimm, das meiste ist schon passiert. Warten, glaube ich, noch auf zwei Dichtungen, die jetzt auch kommen, morgen. So, dann wird es zusammengebaut und dann haben wir nochmal eine Achsvermessung final nach der Abnahme und dann ist das auch demnächst endlich fertig, Gott sei Dank. So, hier Stammkunde von uns, Hinterachse Bremse, Klassiker, ich zeige es, also jetzt ist schon zusammengebaut, hat es der Ferdinand schon zusammengebaut. Vorderachse, Bremsbacken waren falsch drauf. Es ging eigentlich mit einer HU los, Bremse hinten hat nicht gepasst, das wussten wir aber, da wurden wir schon beauftragt, wir haben trotzdem mal die Bremswerte geprüft, nicht bestanden, Feststellbremse auch nicht bestanden, okay, die machen wir jetzt neu, Teile kommen morgen. Vorne haben wir dann gesagt, okay, wir müssen hier, weil der linksdrehende Stehbolzen hatte für ein Rad auf der anderen Seite, die wollten wir ersetzen gegen rechtsdrehende, also hier Narbe runter und Trommel gecheckt, festgestellt, dass jemand die Bremsen gemacht hat und der hat einen Kardinalsfehler begangen und hat die Bremsbacken vertauscht, rechts und links, habe ich ja, glaube ich, öfters schon mal erzählt in den vielen, vielen alten Videos, ja, dass die Seite mit weniger Belag und mehr oben Spiel nach vorne zeigen muss und nicht nach hinten. Das machen ganz, ganz viele Leute falsch. Keine Ahnung warum. Es gibt auch welche, die machen zwei auf eine Seite und zwei auf die andere Seite. Hier war rechts und links vertauscht. Das ist jetzt repariert. Das passt. Was noch nicht passt, ist die Länge des Schlauches für 4x Drums. Für die Bremsleitung ist zu kurz. Du kannst also den Wagen nicht wirklich voll einschlagen, beziehungsweise es knickt dann. Den werden wir ersetzen durch einen richtigen hier, dass der auch die richtige Länge hat und dass wir dann auch den Reifen voll einschlagen können. So. Jetzt muss ich nochmal schauen, hier vorne ist ein Kennzeichen. Nee, du kannst was zeigen, was eigentlich ganz cool ist. Wir haben natürlich auch Kunden, die uns, also es gibt Autos, die werden tatsächlich als Daily Driver gefahren und, oder wirklich häufig bewegt. Dieses Auto ist eins dieser Fahrzeuge. Ja. Dazu gehören natürlich auch so Geschichten wie, gerade in der kommt jetzt aus dem Großraum südlich, einer ganz großen südlichen Stadt von uns hier. Wo natürlich sehr, sehr viel Stadttraffic ist, sehr, sehr viel Autobahnen sind und so weiter und so fort. Die Motoren werden getestet und Hitzeprobleme und so Geschichten wird immer rausgeführt. Wir haben den Motor gebaut vor einem Jahr und jetzt sind wir ein Jahr später, ziemlich genau vor einem Jahr, ich habe neulich auf meinem Handy habe ich Fotos gemacht, wo wir ihn gebaut hatten, diese Erinnerung bekommen, this day one year ago. Und guckt euch ihn an, wie er heute ausschaut. Und nicht nur ist er technisch immer noch in absolut perfektem Zustand, sondern auch optisch. Und es ist, natürlich sind es Motoren, die auch wirklich gefahren werden. Das sind jetzt keine Trailer Queens, das will ich damit sagen. Also das ist, der Kunde fährt den auch auf der Autobahn, er fährt den teilweise als Daily Driver. Ja, also das wird bewegt, der Wagen, es ist keine Trailer Queen. Und es ist einfach schön zu sehen, Luftfilter haben wir jetzt ersetzt, muss ich dazu sagen, der war echt fertig. Den haben wir jetzt getauscht, aber ansonsten haben wir hier nichts angefasst. Guckt rein, so sieht es aus nach einem Jahr und ich finde es echt toll. Auch die neuen Farben, die wir ausprobiert haben, halten super. Wir haben hier eine ganz spezielle Krümmerfarbe lackiert, wunderbar. Ich habe die mal getestet gehabt. Mittlerweile einer meiner Lieblingsfarben, schaut euch die an, wie dann nach einem Jahr noch ausschaut. Also sandgestrahlt, den Krümmer und danach mit dieser Farbe lackiert. Mega, hat sich echt rentiert. Ansonsten auch unsere Emailfarbe wirklich gut gehalten. Das bisschen Rost hier vorne kommt einfach aus einer undichten Wasserdichtung, ist aber mittlerweile auch wieder dicht. Ja, Zündverteiler ist auch neu, ist auch ein überholter. Genau, Vergaser haben wir damals neu gemacht, weiß ich gar nicht mehr, vielleicht war der auch schon drauf. Block auf jeden Fall. Ja, genau, und jetzt ist halt nach einem Jahr ein Service fällig. Wir hatten ein paar Geschichten, Bremse eben. Radaufhängung vorne, einmal geprüft, das war soweit in Ordnung. Radlager rechts, links, gut, das war jetzt eh fällig im Zuge der Bremsgeschichte. Kommt noch eine MSD-Box rein, eine schwarze für die Zündung. Da machen wir einen TÜV noch. Der hatte eben noch ein paar Sachen gehabt. Differentialöl checken wir nochmal, so ein paar Kleinigkeiten, Flüssigkeiten. Nichts Großes, Bremsschläuche hinten, Trommelbeläge, alles. Alles recht easy. Genau, und dann geht der Wagen auch wieder raus. Jetzt warten wir auf die Teile eben, bis die da sind. Also, das ist mal schnell ein kurzer HU-Service zwischengeschoben.
Der ist jetzt gerade hier geparkt aktuell. Genau. So, Mustang habe ich euch gezeigt. Dann, da wie gesagt, geht es hoffentlich morgen weiter, dass der jetzt auch demnächst fertig ist. So, und dann haben wir hier eigentlich noch die Corvette. Da kommen wir jetzt einfach mal dazu. Die kam gerade, nachdem wir jetzt gerade auf Teile warten und sowohl am Mustang nicht weitermachen können, als auch am Fury 3, hat es ganz gut gepasst, dass wir hier verspätet eine Corvette reinbekommen haben. Und da ist der Ferdinand schon fleißig am Schrauben. Unser neuer Mitarbeiter, lächel mal in die Kamera. Servus. Genau, unser neuer Mitarbeiter, Kfz-Meister bei uns im Team. Und genau, so, und jetzt haben wir hier einen Kunde, hat diverseste Probleme, der Wagen läuft super fett und so weiter und so fort. Haben wir uns kurz angeschaut, schon festgestellt, dass eine Schraube der Schwimmbahnkammern ausgedreht ist hier. Das Gewinde kaputt, dann haben wir festgestellt, hat irgendjemand einen Elektro-Choke-Conversion hingebastelt, dann ist das ein Schalter. Wir haben aber, also er verliert auch Sprit, er ist undicht. Ja. Wir haben Vakuum-Secondaries mit einem Schaltwagen. Wir haben einen originalen Zündverteiler, wo der Kunde selber nicht weiß, ob da schon was gemacht worden ist oder nicht. Ab auf den Prüfstand testen, Vergaser tauschen. Fangen wir jetzt nicht an, das hier gerade zu biegen. Mit, ihr seht es hier, krumm und schief und was weiß ich nicht alles. Läuft auch schlecht, Gewinde kaputt. Gut, jetzt sind wir kurz unterbrochen worden. Jetzt muss man natürlich schauen, was machen wir mit der Spinne. Q-Jet, Vergaser, ja, nein. Was kriegen wir da jetzt zeitlich hier oder nicht? So muss man jetzt drehen gerade unterbrechen. Okay, gut. Ja, also unsere Priorität aktuell ist, das, was wir da haben, jetzt abzuschließen. Wir kriegen auch noch einen neuen Motor. Müssen wir den Mustang tauschen. Da warten wir noch auf die Lieferung. Genau. So, das alles abzuschließen, dass das hier clear ist. Also Mustang, Corvette, beziehungsweise zwischendrin mal den, weil der ist ja fast fertig. Fury, Corvette. Genau, und dann geht es wieder weiter. Und dann stehen auch schon in der Warteliste wieder die Autoschlange. Genau, und dann haben wir ja hoffentlich endlich, wenn die Motoren da sind, auch ein bisschen Motorenbauzeit. So. So viel dazu und an viele andere Projekte auch noch. Wenn Daniel vom Urlaub wieder zurück ist, kümmert er sich mal um den Prüfstandsaufbau. Endlich ist auch schon 4, 5, 6, 7, 10 Mal verschoben worden, einfach aufgrund von Projektigen vor. Also es ist immer Kundentermine und Kundenautos haben bei uns immer die Priorität und alles andere kommt dann erst danach. Genau, aber wenn der Daniel aus dem Urlaub wieder zurück ist, dann machen wir das. Gut, so. Also, ich hoffe, es hat euch gefreut. Mich hat es auf jeden Fall gefreut, wieder online zu sein. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare unten, was ihr euch wünscht von den nächsten Episoden, wie ihr euch das Ganze vorstellt. Und dann schauen wir mal, was wir so alles machen können. Und ja, es sind viele coole Themen, dass wenn wir ein bisschen Luft haben und Zeit haben, dass wir die auch nutzen können. Und da ein bisschen was hinbauen können. Gerade Prüfstand so ist echt, das wird echt Zeit, dass das jetzt alles mal läuft. Aber es, ja, so ist das halt. Ne? Genau, gut. Das heißt, jetzt, Eins habe ich noch. Quick Fix gibt es demnächst wieder als App im App Store. Noch nicht, noch nur für uns. Aber ihr könnt natürlich die Webseite schon benutzen und selber schrauben mit den Infos von uns als Corific-Mitglied. Wenn ihr Teile bei uns bestellt, die zum Beispiel nicht im Corific-Shop sind oder im Online-Shop bei uns auf der Webseite, könnt ihr auch immer angeben, dass ihr Corific-Mitglied seid mit eurer Mitgliednummer oder E-Mail-Adresse oder Benutzernamen. Dann können wir das nachgucken und dann kriegt ihr dann auch nochmal eine bessere Kondition, wenn ihr bei uns einfach nur Teile einkauft, ob das jetzt per E-Mail als Bestellung ist oder per Telefon, wenn ihr was anfragt, könnt ihr das nochmal nutzen, den Joker. Und somit kriegt ihr auch nochmal einen günstigeren Preis. Genauso, wir haben auch unser neues Öl. Das müssen wir auch noch machen. Gut, sind wir noch nicht fertig. Also, wir haben auch cooles neues Label gemacht. Haben wir, glaube ich, auch noch nie gezeigt. Die Leute, die vor Ort waren, die haben es dann echt schon gesehen.
Einfach ein bisschen anderes Design. Mittlerweile, wir haben ja gesagt, wir wechseln von Super 50 Plus auf Super 50. Einfach was einfacher ist, vom Markenverständnis raus. Klassikmotoren, Spezifikation ist gleich, Öl ist gleich, hat sich nichts geändert. Zusammensetzung ist gleich. Etikett haben wir jetzt erneuert, ist jetzt in einem Beige-Goldton statt früher in einem Weißton. Und mit ein bisschen Struktur drauf. Das ist einfach aufgrund der Resistenz gegen das Öl oder so, kommt echt gut. Ja, kleine Anpassungen eben für das Öl. Genau, so. Und ansonsten gibt es jetzt erstmal wirklich nichts mehr zu sagen, außer dass ihr euch ganz wichtig noch diese Veranstaltungen einprägen müsst, weil ihr findet uns hier auf der Espresso und auf dem Berg Revival in Wessobrunn. Auf der Espresso ist zum Beispiel auch der Ferdinand mit dabei. Auf jeden Fall, da findet ihr uns vor Ort oder ansonsten hier auf dem YouTube-Kanal oder. Genug gelabert, Daumen hoch, Abo dalassen. Bin gespannt auf eure Kommentare. Wir freuen uns, ich freue mich sehr, wieder zurück zu sein zu YouTube, dass hier endlich wieder ein bisschen was geht, weil wir es geschafft haben, den ganzen großen Berg jetzt wirklich abzuarbeiten und im Endspurt sind von den ganzen Sachen, die uns jetzt so beschäftigt haben, die letzten 65 Tage. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns zum nächsten Video, hoffentlich direkt nächste Woche. Vielen Dank fürs Einschalten, macht es gut. Servus und ciao.